Hi ihr Lieben, ich habe mir jetzt ein paar Produkte von Catrice geholt und ich muss dazu sagen, ich habe über eine Woche gewartet, bis es in dem ihr Platz, wo ich in der Nähe wohne, das endlich gibt. Ich habe sogar vor einer Woche angerufen und meinte so, ja und, ist es schon da? Oder ich glaube, vor einer Woche war das. Und es hieß immer, Nini kommt in 2-3 Tagen. Und dann bin ich da vorbeigegangen und vor 4-5 Tagen, keine Ahnung, und es gab es natürlich immer noch nicht. Und ich war gestern dann da und es wurde gerade, als ich reinkam, aufgebaut, gerade die ersten Nagellacke ins Regal gestellt. Und natürlich konnte ich mich da überhaupt gar nicht bedienen von. Und außerdem gab es natürlich auch nichts anderes, außer die 3 Nagellacke, die da schon ins Regal geräumt haben. Auf jeden Fall habe ich mir dann was vom Catrice Sortiment heute gekauft, weil heute war es nämlich komplett aufgebaut und ich habe mich total gefreut. Und ich finde allerdings, erstmal vorweg ein bisschen, was ich so zum neuen Sortiment sagen möchte. Und zwar gibt es jetzt diese Enter Wonderland LE und davon hat mir eigentlich nicht so viel so gut gefallen. Ich finde zwar die Grüntöne schön und die Farben sind alle toll, aber es ist nichts, was ich richtig nötig brauche. Also es ist alles eigentlich, wenn nur Zusatzzeug, was ich mir dann holen würde. Ist zwar auch alles, was ich jetzt mir sozusagen geholt habe, aber das hat mich einfach nicht gereizt zum Kauf, sondern eher das neue Sortiment an sich. Und die Nagellacke sind wirklich cool, da sind richtig tolle Farben bei, richtig klasse, bunte Farbauswahl, fand ich super, super toll. Der Preis ist geblieben. Und Moment, ich hole mal ganz kurz den Bon für die anderen Sachen, die ich euch gleich zeigen werde. Und was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass die Lippenstifte extrem teuer geworden sind. Ich glaube, 4 Euro oder so. Was heißt extrem teuer? Extrem teuer sind die nicht, aber die haben sich halt ein bisschen verändert und der Preis dann auch. Und glaube ich zumindest. Oder waren die vorher auch so teuer? Ich dachte eigentlich, dass die 1 Euro billiger wären. Ich weiß nicht, Leute, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, genau, alles andere, ein paar Sachen sind geblieben, es ist nicht alles neu. Ein paar Nagellackfarben sind, wie gesagt, dazugekommen, aber auch nicht alle. Also die haben auch ein paar beibehalten. Die Namen hören sich jetzt ein bisschen anders an. Lidschatten sind ein paar dazugekommen, auch richtig schöne Farben, knallige Farben. Orange ist dazugekommen, ein Gelbton ist dazugekommen. Also richtig tolle Sachen. Ganz viel bei den Gesichtsprodukten sind dazugekommen. Also es gibt jetzt ein neues Puder, was ich mir auch geholt habe und noch ein anderes Puder, was so ein bisschen, ja, so Farben ineinander übervermuschelt, keine Ahnung, sind. Fand ich sehr interessant, aber wollte ich mir nicht kaufen, weil zu viel ist dann auch ein bisschen zu teuer. Und dann gab es noch viele neue Make-ups. Was heißt viele? Es gab jetzt 2, die ich gesehen habe, die mich interessiert haben. Einmal so ein Perfect irgendwas, Foto-Make-up, keine Ahnung. Und einmal das, was ich mir auch geholt habe, das Matte-Make-up. Das Infinite Matte-Make-up. Ihr werdet es ja gleich sehen. Und was gab es noch Neues? Es gab wieder Rouge, es gab Pinsel, es gab Eyeliner, es gab Smoky Eye Paletten. 3 Stück, einmal in Schwarztönen, einmal in Lilatönen und ich glaube in Braun oder so. Ich bin mir gar nicht so sicher, so genau habe ich, hatte einfach nicht so viel Zeit leider. Und dann gab es Eye Pencil, also hier so Augenbrauenpencil, es gab Lippen und Kajal. Stifte, es gab, die Lippenstifte sind auf jeden Fall, also bei uns war das eben richtig tolle Auswahl und sehr schön, sind halt für meinen Geschmack, also ich konnte mich jetzt einfach nicht so ganz schnell auf einen festlegen, den ich mir hole. Ich wollte mir eigentlich einen mitnehmen, aber dann dachte ich, gut, naja, egal. Also glaubt ihr, das war vorher, war das auch 4 Euro? Also ich bin mir eigentlich, ich bin ein bisschen am Zweifeln. Ich fand die Preise zum Teil ganz schön ordentlich, aber ich glaube, dass die Qualität halt auch ein bisschen verbessert wurde. So, jetzt so viel Gebabbel. Jetzt habe ich schon ganz schön lange gebabbelt. Ich werde jetzt einfach mal euch vorstellen, was ich mir gekauft habe. Und zwar, ich gehe jetzt einfach mal nach dem Kassenbon, damit ich euch die Preise sagen kann. Und zwar einmal dieses Matte Make-up, dieses Infinite Matte Make-up in der Farbe Bronze Beige 040. Und ich habe es heute, oder ich habe es gleich drauf gemacht jetzt, um. Und ich finde es wirklich gut. Also erstmal, was zur Verpackung. Ich finde sie sehr edel. Sie erinnert mich irgendwie so an so ein High-End-Produkt, keine Ahnung. Finde ich super edel. Es ist eine Glasflasche. Matt, wie ihr hier unten sehen könnt. Und ein matter, schwarzer Deckel. Und ich finde also die Aufmachung, ich finde das Design sehr, sehr, sehr schön. Finde ich, ist auf jeden Fall. Haben sie sich wirklich mit Mühe gegeben. Sieht sehr edel aus. Und das hat gekostet
6,49, so. 6,49 hat es gekostet, also auch schon ein guter Preis, aber ich wollte es halt unbedingt mal ausprobieren, denn hier steht auch noch up to 18 hours. Und oil-free ist es, also ölfrei, und es ist leicht parfümiert, würde ich sagen. Man dreht es hier auf und dann gibt es hier diesen Stab, was ich nicht so ganz so toll finde, leider. Es gibt hier diesen Stab und dann holt man das mit diesem Stab. Irgendwie löffelt man das so ein bisschen raus und ich kann auch nicht so gut riechen, weil ich ja immer noch krank bin, aber ich glaube, es ist leicht parfümiert, ja. Und das mit dem Stab, wie gesagt, finde ich nicht so toll, wie man es rausholen kann, weil es halt kein Pumpspender ist oder irgendwie. Aber gut, es kann nicht alles super sein an dem Produkt. Und ich habe es jetzt ausprobiert und ich finde, es lässt sich super gut verteilen. Es gibt ein sehr schönes Endprodukt, ich kann da immer rankommen. Also ich finde, es sieht nicht so ganz zugekleistert aus. Es ist auf jeden Fall leichter als manch anderes Make-up, was ich schon ausprobiert habe. Und ich bin damit sehr zufrieden. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn ihr was sucht in der Preisklasse. Und es mattiert auf jeden Fall auch gut. Also da bin ich wirklich zufrieden. Dann habe ich mir gekauft... Skin Finish Compact... ja, hier. Das Skin Finish Compact Powder, das ist dieses hier. Und das habe ich mir in der Farbe Sun Beige geholt. 060. Und ich bin auch wirklich... relativ zufrieden. Also ich habe es jetzt einmal drauf gemacht. Ich kann da wirklich noch nicht so viel zu sagen. Ich finde dieses Design auch wieder sehr, sehr schön. Es sieht so aus wie diese Lidschatten von Catrice. Auch in diesem Acrylplastik, in dieser Acrylplastikdose. Ja, wie sagt man dazu? Aufklappdöschen. Es sind 10 Gramm und ich finde das Design ja total edel. Also auch die Lidschatten finde ich sehr, sehr edel. Ich mag das total gerne, diese Verpackung. Ja. Und das ist, ja, dieses Kompaktpowder, wie gesagt. Hier steht, dass es mattiert und für alle Hauttypen geeignet ist und auch ölfrei ist. Das hat gekostet 3,99. Also auch ein kleiner Preis. Ich werde es mal weiter ausprobieren. Jetzt gerade finde ich es eigentlich ganz gut. Es mattiert nicht ganz so doll, wie ich gedacht habe, aber es ist auf jeden Fall okay. So, dann habe ich gekauft... diesen Lidschatten, einfach, den wollte ich schon 1000 Mal kaufen, aber habe es irgendwie nie geschafft, keine Ahnung. Das ist der Go Charlie Brown 080. Entschuldigung. Hier ist die Bezeichnung und so sieht er aus. Ich habe ihn jetzt auch schon drauf und zwar in der Crease, in der Lidfalte. Und so sieht er aus, ja. Und es ist wirklich ein wunderschöner Braunton, finde ich. So, wirklich toll. Also ich liebe ja Brauntöne und der sieht wirklich gut aus. Den würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. So ein bisschen matschig irgendwie. Matschiges Braun. Und ja, das habe ich mir bei Catrice gekauft, aber das war natürlich noch nicht alles. Ich habe natürlich auch bei den Nagellacken zugeschlagen, weil ich die wirklich toll finde und weil ich auch Catrice Nagellacke sehr, sehr gerne mag. Und da habe ich mir gekauft. Ich gehe jetzt mal von hell nach dunkel. Und zwar einmal diesen Rosaton und ich finde den wirklich, wirklich toll. Das ist so ein ganz leckeres Candy Rosa, weiß ich nicht, mir fällt dazu nichts anderes ein. Hier steht Miss Piggy Reloaded und Nummer 480 bzw. 480. Ich habe den jetzt auf diesen beiden Fingern mal für euch geswatcht, damit ihr das mal sehen könnt. Der ist wirklich ganz... Ach, meine Finger sind so hässlich, schrecklich. Naja. Der ist wirklich ganz leicht rosa. Und ich habe ihn einfach genommen, weil ich nur Pinktöne habe, aber noch kein so richtig schönes Rosa. Nur ganz, ganz, ganz nudige Rosatöne, also die man kaum auf dem Nagel sieht. Und den sieht man ja wirklich wenigstens ein bisschen. Und ja, den habe ich mir geholt. Die Nagellacke blieben gleich, habe ich glaube ich schon gesagt, 2,49. Dann habe ich mir geholt diesen Ton hier. Und ich fand den so schön für den Frühling. Und zwar sieht er so aus. Ich glaube, die Kamera verfälscht das jetzt ein bisschen. Der ist eigentlich mehr... Ja, so sieht er auf den Nägeln aus. Weiß ich nicht, ob ihr das jetzt erkennen könnt. Bisschen... Also ich muss sagen, der deckt leider nicht so gut, wie ich dachte bei dem ersten Auftrag. Guckt mal, da sind noch so Stellen frei irgendwie. Ich weiß nicht, der hat nicht so gut... Der ist nicht so gut aufgetragen. Hat sich nicht so gut auftragen lassen, sorry. Ist nicht so gut aufgetragen, klar. Und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt in der Kamera erkennen könnt. Der hat so... Es ist halt so ein mintgrün, hellgrüner Ton, der ist wirklich verfälscht auf der Kamera. Müsst ihr euch mal angucken, ich finde den ganz schön für den Frühling. Mal gucken, ob bei zwei Coats, bei zwei Schichten der besser ist.
Und der heißt so. Und zwar Sold Out Forever 240. Und dann kommen wir auch gleich zum nächsten. Den fand ich wirklich, wirklich toll. Stell scharf, okay. Den fand ich wirklich toll. Und zwar heißt der Iron Maiden. Nee, Mermaiden. So. Iron Mermaiden 490. Und das ist ein wirklich toller Ton. Ich weiß jetzt nicht, ob man das erkennen kann. Das ist so ein changierendes Grün-Lila. Und ich habe gemerkt, dass ich den gleichen schon habe von Essence, also ungefähr den gleichen. Der schimmert vielleicht nicht ganz so, also der von Essence, der hat noch so Schimmerpartikel drin. So auf den Nägeln sieht der erstmal so aus. Das kann man jetzt gar nicht erkennen, dass der changiert. Naja, gut, auf jeden Fall habe ich den gleichen von Essence schon und man sieht es ja jetzt auch. Ja, schlecht dumm gelaufen, würde ich sagen. Also hier vielleicht kann man auch erkennen, dass der hier ein bisschen mehr Glitzer, also so schimmert irgendwie, Schimmerpartikel drin hat und der hier schimmert mehr so im Ganzen. Ja, ich kann das irgendwie schlecht beschreiben. Der von Essence heißt auf jeden Fall Where is the Party? In der in der Nummer 43. Okay, und dann habe ich mir noch geholt, also jetzt habe ich den halt zwar doppelt, aber gut, was soll's. Ich mag den wirklich ganz gerne. Ich habe es irgendwie nicht gemerkt, dass es der doch der gleiche ist, so. Und dann habe ich mir geholt so ein ganz toller metallisches Lila und zwar so eins. Das ist so ein schöner Lila-Ton, total, also finde ich total geil. Ich weiß eigentlich, ich kann da irgendwie nur geil zu sagen. Hat so Silberpartikel drin und ist wirklich schön. Der heißt Purpleized 430. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das erkennen könnt. Schwarz auf so einer dunklen Farbe macht sich schlecht. Und ach so, ja, und generell zu den Catrice-Lacken. Ich bin ja auch wirklich ein Fan davon. Der deckt auch super. Den habe ich jetzt hier drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. So. Ja, der ist wirklich schön. Finde ich sehr edel auch. Die Verpackung, also von den Catrice-Lacken. Was heißt die Verpackung? Ja, den Nagellack an sich, also. Schwarzer Deckel, sehr klassisch, sehr schön. Und dann Catrice hier drauf, finde ich auch immer sehr schön. Also von denen halte ich wirklich was. Und der letzte, den ich mir geholt habe, den dachte ich, wäre ein bisschen schimmeriger, glitzeriger, aber ist es gar nicht so sehr. Und zwar ist es ein schwarzer Ton mit total geilen Schimmerpartikeln drin. Also die Schimmerpartikel sind, würde ich sagen, pink, rot, gelb, grün, blau, weiß ich nicht, alles vertreten. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das erkennen könnt in der Kamera. Das ist dieses Schwarz. Ja, ich glaube, man sieht das gar nicht. Na doch, vielleicht so. Ja, und ich finde es wirklich toll. Das ist der Hammer. Leider kann man hier die Farbe total schlecht erkennen. Ich muss mal kurz suchen, wo die Farbbezeichnung ist. Das ist die 440. I wear my sunglasses. Das ist der hier. Ja, und ich finde ihn wirklich ganz toll. Ich dachte jetzt, er hat ein bisschen mehr Schimmerpartikel drin. Das ist hier drauf. Ja, das kann man kaum erkennen, ne? Wenn man genau hinguckt, dann sieht man es auch. Ich finde die halt ein bisschen klein. Aber vielleicht, wenn ich eine zweite Schicht drüber mache, vielleicht ist es dann besser. Ich muss mal gucken. Jetzt habe ich die euch ja nur geswatcht, also ich werde es so nicht, bestimmt nicht tragen. Ja, das war mein Haul. Ach nee, ich habe noch eine Sache gekauft. Und zwar die Eyeshadow Base von Catrice. Vielleicht hat da irgendjemand von euch Erfahrung damit, denn ich habe bisher die P2, die ganz normale weiße Tube P2 gehabt. Ja, wie heißen die? Perfect Eyes oder sowas. Und ich bin total zufrieden gewesen am Anfang. Dachte so, naja, die ist ja ganz gut für den Preis, kann man nichts sagen. Aber ich habe dann einfach gemerkt, dass die, ich weiß jetzt nicht, ob sie was gebracht hat, so viel. Ich weiß nicht, also kann ich schwer sagen. Ich finde, man hat jetzt nicht so richtig gemerkt, dass das Make-up jetzt 1000 Stunden mehr hält. Meiner Mutter habe ich es mal raufgemacht, weil ich sie geschminkt habe zu Fasching. Und sie meinte, boah, voll geil, das Make-up hat den ganzen Abend gehalten, bin voll zufrieden und so. Und naja, weiß ich nicht. Ich kann dazu jetzt nicht so viel sagen, weil so lange trage ich mein Make-up immer gar nicht. Ich mache das immer, ich lasse es auch nicht den ganzen Tag drauf. Also wenn ich mich morgens schminke, dann schminke ich mich meistens nach der Arbeit wieder ab, weil ich einfach meiner Haut irgendwie, ja, Chance lassen möchte zum Atmen. Es sei denn, ich mache noch irgendwas danach. Ja, auf jeden Fall habe ich mir, jetzt habe ich irgendwie viel zu viel geblubbert, habe ich mir die Catrice Eyeshadow Base gekauft. Die dreht man hier so raus und dann sieht sie halt aus wie so ein Concealer oder so. So ein Schwämmchen-Applikator. Und ich werde sie mal testen und mal gucken, ob sie besser ist als die Alverde und die P2. Ich werde auch mal eine Review zu den Eyeshadow Bases machen. Ich habe jetzt drei, nee, ja, drei Eyeshadow Bases. Das ist jetzt meine vierte Eyeshadow Base. Also zwei von P2 und eine von Alverde.
Und ich bin mal gespannt, ob die besser ist, denn ich bin bisher mit keiner zufrieden gewesen. Und ja. Und die, ach so, die hat gekostet 3,99. Also auch ganz schön happig für eine Eyeshadow Base von Catrice. Aber gut, vielleicht ist sie ihren Preis ja auch wert. Und ich habe halt Catrice sonst immer so ein bisschen billiger eingeschätzt, so wie B2 Essence und so. Aber ich muss sagen, also zum Beispiel auch bei der Foundation hier, also sieht schon echt richtig Bombe aus. Richtig toll aus und also das Design. Und vielleicht haben die sich ja echt gemacht und haben viel bessere Formeln und so reingebracht, keine Ahnung. Ja, ich hoffe, dieser Haul hat euch gefallen und mich würde super doll interessieren, wie ihr die Sachen so findet von Catrice, das neue Sortiment. Schreibt mir doch einfach in die Kommentare oder als Videoantwort, wenn ihr eh darüber ein Video macht, was ihr so von dem neuen Catrice-Sortiment haltet. Ich bin froh, dass sie es umgestellt haben, denn ich finde die Lidschatten finde ich wirklich klasse von Catrice, da bin ich ein großer Fan von und ich werde mir bestimmt nur noch 1000 mehr Farben kaufen. Jetzt habe ich mir mal kurz nur die hier mitgenommen, weil ich die schon lange haben wollte und weil ich eben nicht so viel Zeit hatte und mehr meiner Zeit mit den Nagellacken verbracht habe in ihr Platz. Und naja, genau, auf jeden Fall ja. Ach, ich verliere immer den Faden, wenn ich hier so rumblabber. Ja, genau, das wollte ich euch eigentlich nur sagen. Dann wünsche ich euch noch eine ganz schöne Woche, genau. Und nicht so hart arbeiten und nicht so hart zur Schule gehen. Und ich hoffe, ihr habt mehr Sonne als wir hier in Berlin. Und ja, dann bis dann. Ciao, ciao.